Habe ich die richtige? Die andere, das hat vom Ton her nicht passt. Und da ist es jetzt ganz dünn, siehst du, es ist bloß mehr lasiert.
geht nichts verloren, es kommt alles wieder. Panterei, alles ist im Fluss. Das eine stirbt ab, wir haben jetzt gedacht, das Bild ist gestorben. Nein, das Bild ist nicht gestorben. Das Bild erlebt eine Wiedergeburt, das ist jetzt zurückgegangen, die Energie von dem Bild ist teilweise zurückgegangen, ist jetzt wieder zurückgekehrt in einen neuen Körper, in einen neuen Kleid. Und der Körper ist noch schöner als der alte. Und zur Kultur. Die Bayerische Staatsgemäldesammlung in München gibt jetzt ein noch besseres Bild ab. Der Künstler Rudolf L. Reiter hat Kunstminister Goppel 5 ungewöhnliche Werke übergeben. Abstrakte Kunst für Kunstminister Goppel und Bayern. Rudolf L. Reiter hat sich der informellen Malerei verschrieben. Farbintensiv und großformatig sind seine Werke. Sein zentrales Thema ist die Metamorphose, die Wandlung. Er beschäftigt sich mit den steten Veränderungen in der Natur. Viele Ausdrucksformen kennzeichnen seine Kunst. Reiter ist nicht nur ein informeller Maler und Bildhauer, er schafft auch wunderschöne romantische Landschaftsbilder. Und er ist ein vielseitiger Aktionskünstler. Immer wieder setzt er seine Bilder den Naturgewalten aus. Kürzlich war er in Island. Reiter, ein Künstler mit vielen Facetten. Die Farbstärke, die Vielfalt und die ständig neuen Überraschungen, mit denen er einen konfrontiert. Wann immer ich etwas von ihm sehe, ist es wieder ein ganzes Stück was Neues. Das hat mir immer Spaß gemacht. Diese Fahnen setzte er einst nur der Luft aus. Die Natur wurde selbst zur künstlerisch wirkenden Kraft. Noch sind seine Werke in Island. Wie der Vulkandampf sich ausgewirkt hat, kann man demnächst in der Bayerischen Staatsgemäldesammlung sehen. Seine eigenen Kunstwerke hat er vor 5 Jahren in der Erde vergraben, der Künstler Rudolf L. Reiter. Und das auch noch mit Absicht. Dies ist nämlich Teil seines Projekts, das er jetzt in einer ungewöhnlichen Ausstellung in Starnberg vorstellt. Titel: Kunst aus der Erde. Was macht der Sand auf dem Bild? Das fragte sich nicht nur Kunstminister Zietmeier. Metamorphose nennt der Maler Rudolf L. Reiter sein großformatiges Werk. Und der Sand kommt nicht von ungefähr, denn seine Kunst kommt aus der Erde.
5 Jahre waren dieses und noch 2 andere Bilder im Münchner Olympiapark vergraben. Sonne, Wind und Regen ausgesetzt. Veränderungen, Verwandlungen wollte der Künstler sichtbar machen. Und genau diese Werke wurden jetzt Kunstminister Hans Zehetmeier für die Staatsgemäldesammlung übergeben. Kunst lebt von der Vielfalt und von der Kreativität. Und diese Idee von Reiter, die passt zu seiner Philosophie der Metamorphosen, der Veränderungen, der Verwandlungen. Hier sehen wir also Bilder, die in der Erde vergraben waren. Und man muss schauen, ob sie sich verändert haben. Metamorphosen, diesem Thema ist die Ausstellung in Starnberg gewidmet. Reiter ist ein Rebell in der Kunstszene, versucht Grenzen neu zu definieren und ist äußerst experimentierfreudig. Ja, das ist die Zwiespältigkeit im Reiter, ich glaube an Wiedergeburt und an Seelenwanderung. Also, dass es praktisch so ist, dass ich auf der einen Seite eben diese gegenständliche Darstellung habe und auf der anderen Seite das pure Informelle, was ja praktisch nichts mit Erschauten auf dieser Welt zu tun hat, sondern rein praktisch pure Kraft und Energie aus dem Jenseitigen, aus dem Kosmos. Und ich habe ja praktisch noch mal eins draufgesetzt aus dieser Zeit. Beuys wollte mal Bilder ins All schicken. Und aus dieser Zeit kam noch diese Inspiration, dass ich gesagt habe, diese 4 Stufen der Genesis, dass ich Kunst praktisch Feuer, Wasser, Wind und Erde ausgesetzt habe und gesagt habe, eigentlich nur in der Verbindung mit dem Wasser, nur in der Verbindung mit der Erde, nur in der Verbindung mit dem Feuer auf dem Vulkan in Island ist das Kunstwerk praktisch erst fertig, sodass also der Reiter eigentlich nur der Gelenkte ist, dass das Ganze ja aus der Schöpfung kommt.
Das ist da unten. Ja. Das ist immer so, das ist ähnlich wie beim Fast. Du kämpfst mit dem Bild, du kämpfst mit der Materie, du kämpfst mit Form, Farbe und irgendwann muss dann als Sieger rausgehen. Entweder du ziehst dich zurück und das Bild übernimmt eigentlich die Regie. Das heißt, die Botschaft dir ganz genau, was du jetzt machen musst. Lang wohin, mach das. Das ist dann der optimale Ding. Haben wir schon wieder so. Das ist super. Was Schöpfung bzw. von Federn beschwingt, schwebe ich hoch über den Schluchten deines Schlafes singend. Aber hast du das gemerkt, wir sind plötzlich, was ist ein Quadrat? Urplötzlich, und das ist natürlich die Kunst, das hängt natürlich auch damit zusammen, das heißt, wie man das immer nennen will, diesen Zehntel, Tausendstel Sekunde zu erkennen. Aufzuhören, zu wenden, genau. Geh dir ruhig den Weg, den ausgetrampelten Pfad. Aber irgendwann ist der Augenblick erreicht, wo du den ausgetrampelten Pfad verlassen musst und musst jetzt dichtig und dschungel. Und das Wann und Wird zu erkennen, das ist natürlich dann.
Ja, dann eben, wenn das Schiff zurückgeht, die Schuhe, gell, sind ja die auch trocknet im Fluss, oder? Das glaubst du nicht. Weißt du, dass man die Fenster da kippen kann auf die Nacht? Nicht, gell? Nein, ich glaube. Nein, das macht nicht, ich habe es gestern nicht so gemacht. Das Trick geht dazu auch. Und das ist eine Ölfarbe, das ist eine reine Lackfarbe. Die trinken ja viel schneller. Darum habe ich jetzt da nochmal so einen Lack drauf, weil der natürlich. Eigentlich ist es ja absurd, weil das ist schon ganz klar, es ist, der Malakt ist ja ein intimer Akt. Normalerweise ist der Künstler ja mit der Leinwand und mit sich alleine. Das heißt, er ist mit sich alleine auf sich gestellt, auf der Suche zu seinem eigenen Ich. Und macht quasi eine Art, im Malprozess findet ja eine Art Seelenstrittes statt. Und das ist ja eigentlich für den dritten oder für den vierten nicht gedacht. Aber das ist okay, das ist jetzt ein Experiment, dass man quasi vor laufender Kamera diesen Schöpfungsakt versucht zu filmen. Das ist genauso, genau, das ist der Versuch, genauso wie wenn ich sage, ich filme jetzt die Geburt. Die Geburt des Lichts, die Geburt, wo ein neues Leben das Licht der Welt erblickt. Genau. Und so schaut der Künstler im Schöpfungsakt, im Malprozess über die Grenzen hinaus und hat einen winzigen Einblick in die Anderswelt. Und diese Formen und Farben und diese Strukturen kommen alle aus dieser Anderswelt, aus dieser höheren, weit, weit höheren Welt, als diese Welt, wo wir uns mehr stofflich befinden. Gehen wir mal an die Direktorflug, gell?
du, Raffaella. Aus Angst und der Dings, der Drang, dass jetzt was passieren muss. Und dann passiert's und dann siehst du, da war die Wende. Jetzt hat sie jetzt vereigenständigt, jetzt hat alle Energie und Kraft gebündelt und hat es selber zur Explosion gebracht. Und das ist das, was uns, was gestern, wie ich aufgehört habe, abgegangen ist, beziehungsweise heute in der Früh sich nicht eingestellt hat. Ah, sweet.
Benzin. Tut noch mal Salz auf den Stein. Jetzt tust du da noch Salz auf den Stein. Das Trick ist schon weg. Ja, ja. Jetzt geht es so. Ja. Da drin auf, aber über, so richtig dünn. Gell? Ja, ja. So, ja. Aber nicht schlecht, oder? Mhm.